Dieses Wochenende sind wir in Shanghai für den großen Preis von China. Los geht's heute mit dem Training. Es gibt auf dieser Strecke also sehr viel zu tun. Worauf sollte man denn achten, wenn man fürs freie Training in das Auto steigt? Man muss zuerst grundlegende Tests vornehmen. Funktioniert das Auto richtig? Wie sind die Streckenbedingungen? Solche Dinge eben. Dann geht man ans Eingemachte und führt Test-Sessions durch, in denen man Daten sammelt, neue Teile ausprobiert und alles Mögliche einstellt. So viel echtes Training findet gar nicht statt. Viele der Fahrer kennen die Strecke bereits sehr gut, sei es durch vorige Rennen oder den Simulator. Wir sind in China, nachdem wir den ersten Sieg schon in Bahrain gefeiert haben. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Formel 1 2016 in der Profikarriere. Ja, ich hoffe, dass es hier regnen soll. Ich hoffe es echt, ich hoffe es leider echt. Wollen wir mal schauen. Trocken, 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 Regen! Und trocken. Obwohl, hier könnte es auch regnen. Okay, also Qualified Regen! Ja! Mal gucken, wie sich der Williams dann fahren lässt. Wichtige Informationen bezüglich Strategie und Entwicklung ein. Es wird den Aufwand also wert sein. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erstmal ein paar entspannte Runden. Also Regen im Qualify, das ist ja schon fast pulverdächtig hier. Ja, jeder, der das China Qualify mit dem Sauber gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Der wird deutlich wissen, was ich meine. Deswegen, ja, Qualifying unter Wert könnte ich das schon schaffen. Aber das Rennen kein Regen. Und Rennen ist dann wieder was eine andere Geschichte. Okay, dann wird es jetzt später übergeben als gewöhnlich. Und natürlich haben wir auch die Cockpit-Perspektive. Die spielt mir auch hier vielleicht nicht so ganz unbedingt in die Karten. Ja, gerade hier China, da merkt man das ganz besonders. Kurve 1. Ich glaube, wie das Mikrofon ein bisschen mir zu weit weg ist. Jetzt ist mir das Ding ein bisschen zu sehr in die Fresse gelegt. Aber hier geht es erstmal darum, jetzt erstmal wieder Erfahrung zu sammeln, sich mit dem Williams auseinandersetzen und auch Ressourcenpunkte sammeln. Denn das ist immer noch das Wichtigste. Ressourcenpunkte sammeln. So, China und Cockpit-Perspektive ist eine Mischung. Boah, eine schwierige Mischung. Auf jeden Fall. Aber hier könnten wir den nächsten Sieg nach Hause tragen. Die Spielmechanik erlaubt es mir, dass ich Siege im Williams nach Hause fahren kann. Ja, die Spielmechanik erlaubt es mir auch hier im Sauber fast eine Pole Position herauszufahren. Also, es liegt nicht nur an mir, ja, sondern es liegt allgemein in dem Spiel. Die KI muss weiter verbessert werden. Das ist Aufgabe von Codemasters. Gerade wenn man bei der reinsticht, dann ja, gibt die doch relativ schnell nach. Topspeed-mäßig haben wir den Motor auch schon einmal abgegradet. Und das ist, da ist der Top in Schuss. Treibstoffeffizienz haben wir auch schon einmal gemacht. Das könnte mir ja auch vom Vorteil sein. Also vieles, was mir hier im Vorteil ist, knappe 350 Stundenkilometer werden wir dann mit Fett hier erreichen. Weil schon saumäßig viel ist. Was natürlich der größte Knackpunkt an dem Williams ist der Abtrieb. Und im Abtrieb, da möchte ich mich ja auch in den nächsten Rennen und Trainings widmen. So, dann wollen wir uns die ersten 50 Punkte sichern hier. Das sollte eigentlich ja, das kleinste Problem darstellen. Viel zu weit. Okay, die Tore wieder als Orientierung hier sehr praktisch. Gerade hier in der ersten Kurve, das ist fast gar nichts in der Cockpit-Perspektive. Also das macht sich in der ersten Kurve in meinen Augen deutlich langsamer, weil es einfach deutlich schwerer ist. Normalerweise habe ich da sonst immer nur grün, jetzt habe ich da violett. Dafür habe ich am Ausgang nur grün, alles klar. Also gut, violett ist das Ziel. Auf eine Runde werde ich es auch wahrscheinlich schaffen. Brauchst jetzt hier nicht einmal oder ich vergiss nicht irgendein Tor mitzunehmen. Dann sollte das machbar sein. Ja, genau, da habe ich immer grün. Da bremst man ein bisschen später. Für gewöhnlich, nur ich nicht. Da bremse ich also nicht am Limit. Die Bremse ist ja sowieso hier ein bisschen eigen. Da blieb zum Beispiel der vordere rechte Rad und das vordere linke Rad kurz stehen. Auch hier sieht man den Scheiterpunkt rechts sehr schlecht. Okay, der Williams ist aber nicht so unruhig wie jetzt der Sauber. Da merke ich dann doch schon Unterschiede. Reifenmanagement wird hier ganz entscheidend sein. Da hatte ich ja in Bahrain meine großen Probleme mit gehabt. Und habe ich auch immer noch teilweise. Also Bahrain ist so eine Strecke, willst du schnell sein, musst du einen hohen Reifenverschleiß haben. Anders habe ich es noch nicht wirklich feststellen können. Und anders ist es auch fast nicht möglich.
Ja, danke, Chef. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt hier groß viele Runden drehen werde mit dem Medium. Ja, also man sieht rechts gar nicht, wo man ist. Das ist so ein bisschen ein blindes Fahren, blinde Kuh quasi. In der Cockpit-Perspektive. Profikarriere wird natürlich immer noch von vielen gewünscht, aber die normale Karriere schauen sich mehr Leute an. 2015 wurde ja diese Karriere hier gefeiert. Zu Recht. Profikarriere ist halt einfach geil und bei mir auf meinem Kanal, glaube ich, auch einzigartig. Aber Bahrain war schon ein geiles Rennen. Einer hat noch diesen Zwischenfall mit Vettel als auch nochmal einen Rennunfall gewertet. Und deswegen haben wir den ersten Sieg da nach Hause getragen. Also gut, die Ereignisse haben wir da auch in die Karten gespielt in Bahrain. Safety Car Phase, auch ein Großteil. Dann war die Konkurrenz nicht da so gut wie hier in China. In China ist in meinen Augen die Konkurrenz am schwächsten mit Belgien zusammen. Obwohl ich zum Beispiel China gar nicht mag. Zeit, letzte Runde. Okay, die letzte Runde lag bei 1,40,5. Gut, den Reifenmehrgeschwindigkeitstest werde ich auch noch gleich hier durchziehen. Auf den Softreifen, die wir ja wahrscheinlich auch benutzen werden. Ich denke mal, die Runde fahre ich dann noch zu Ende. Und dann war es das. Zeit, letzte Runde. Da müssten wir schon bei der 39 angekommen sein. Okay, die letzte Runde lag bei 40, okay. 40,0. So, hier fahre ich ja normalerweise so. Dann sehe ich auch rechts, ja, wo es lang geht. Das ist mir dann ein bisschen lieber, als da komplett außen rum. Kurve 1 hat die KI sowieso ihre Schwächen, ihre Schwächeanfälle. Also momentan habe ich vor, Profikarriere und die normale Karriere abwechselnd zu bringen. Weil beide Karrieren machen, haben ihren Reiz. Ja, zwei unterschiedliche Fahrzeuge. Wir haben einen Abstand dazwischen. Auf Monaco bin ich zum Beispiel sehr gespannt. Da wünsche ich mir auch eigentlich Regen. Und das wird dann in der Cockpit-Perspektive, glaube ich, sehr, sehr nice werden. Sonst schwer wird das werden. Obwohl ich ja Monaco nicht mehr wirklich als schwere Rennstrecke anerkenne, weil nach langer Übung, nach langer Erfahrung auch, ist das für mich eine Strecke, gerade hier in dem Ableger. Vor allem die Strecke, habe ich das Gefühl, ist einfach breiter geworden. Breiter geworden als zum Beispiel, ja, im Vorgänger in Monaco. Das ist mir da ganz besonders aufgefallen. Ja, genau, gib mir rot. Ich mach mal kurz hier den Lewis Hamilton. Gut, dass die Anzeige da oben noch gezeigt wird. 505 von maximal 525 Punkten. Heißt erfüllt. Und das ohne große Probleme. Ja gut, das ist eigentlich für mich nur noch runterspulen, auch mit dem Medium. Aber trotzdem möchte ich jetzt kein allzu langes Training machen. Es gab auch gestern im Stream die Idee, dass ich Zuschauer quasi coache. Also das wäre auch mal eine Idee, was man machen könnte. Zuschauer coachen. Nur wenn ich jemanden coache, dann ja, dann herrscht ein anderer Ton, dann herrscht ein Befehlston. Aber ihr könnt ja mal hier in den Kommentaren schreiben, gerade die Profikarriere gucken, wird das wahrscheinlich sehr interessant sein. Jemanden zu coachen ist halt immer so eine Sache. Wie geht man um? Wie verkraftet der Gegenüber das? Das ist auch immer so ein wichtiges Thema. Okay, der ist auf den Softreifen schneller. Gut, das kann ich verkraften. Ja, das kann ich noch verkraften. Reifenmanagement und direkt weiter geht die wilde Fahrt. Wir sammeln hier mal gleich die wichtigen Punkte. Boah, das wird wieder das Ziel sein. Also jemanden zu coachen im Livestream, ja, kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Können sich ja mal welche anbieten, die das gerne möchten. Dazu ist natürlich dann noch, wir haben ein bisschen was eine Voraussetzung. TeamSpeak wäre dann eine Voraussetzung. Formel 1 2016 auf dem PC natürlich. Anderes geht's gar nicht. Und am besten auch Lenkrad. Weil mit dem Lenkrad kann man in meinen Augen am besten coachen oder auch am besten das Ganze lernen.
So, Reifenmanagement, das ist ja immer das Wichtigste, der wichtigste Test für das Rennen. Sage ich ja immer wieder. Meistens mache ich das ja mittlerweile so. Training 1, Streckentest ganz schnell absolviert und Reifenmanagement, Training 3. Dann geht es da weiter mit Training 3, gar nicht mehr, Training 2, dann Qualifying Tempo und gegebenenfalls noch in Training Nummer 3 nochmal Qualifying Tempo. Sonst lasse ich Training 3 sein. So gut es wie es irgendwie geht. So, hier auch aufpassen beim Rausch beschleunigen. Muss man extrem aufpassen. Die lange Gerade kommt uns natürlich mit dem Williams sehr entgegen. Da werden wir das stärkste Auto auf jeden Fall sein. Fast ihn ja doch nicht abgegradet. Mercedes und Co. werden da auch, ja, kein Wörtchen mitreden können. Nur in den Kurven kann ich die Zeit liegen lassen. Mittelsektor. Aber wir werden ja mal sehen, was das Team von mir verlangt. Ich bin ja vorhin eine 39, eine 40 tief gefahren. Ich tippe mal eine 41er Zeit, wollen die von mir. Nein, die wollen eine 39er Zeit. Okay. Also hier wollen sie mehr. So, 3 Zehntel. Knapp Vorsprung. Da kann ich natürlich noch auf Fett schalten. Bei dem gesamten Test hier. Ja, bei den schnellen Kurven muss ich mal schauen, ob ich da gegebenenfalls Reifen rausholen kann. Hier zum Beispiel. Ja, hier kann ich Reifen rausholen. Hier verbrenne ich wieder Reifen und Zeit. Sieben Zehntel. Will jetzt weniger, auf der Geraden wird es wieder deutlich mehr werden. Hier habe ich auch Zeit liegen lassen. Oder auch nicht. Momentan nur grün. Na, viel schneller werde ich auch nicht. 6 Zehntel. Gut, hier kann man fast keinen Reifen sparen. Nur am Ausgang, der sogar relativ gut war. Da kratze ich ganz leicht violett an. Reicht aber nicht. Na, die war nicht okay. Das war besser. Da wusste ich zum Beispiel, den Scheitelpunkt habe ich da nicht gesehen. Was meine ich damit? Das ist dann immer so ein bisschen mit, ja, Risiko verbunden. Aber so muss man die erste Kurve fahren. Okay. Nicht so viel einlenken. Also hier, die Kurve kriege ich gar nicht hin. Und dann ganz leicht im Minus. Gut, vielleicht ist der Test auch deswegen schwerer, weil ich keinen Abtrieb habe. Und weil der Wagen noch nicht ganz so gut ausgebaut ist. Wie er sollte. Mit Fett raus, ja, das passt. Das ist doch nicht so einfach. 39,9999. Soll ich ganz genau fahren. Ja, also ganz zum Schluss durch der Zeit raus. Nochmal 2 Zehntel pro Runde. Okay, mit dem Tempo sind wir zufrieden. Ich auch. Mit den Reifen bin ich sogar noch mehr zufrieden. Ja, man soll sich ja nach außen ertragen lassen. Bis dann irgendwann mal die Kurve kommt. Das ist problematisch, das wird problematisch. Das unterschätzt man.
die Ecke da. Oder Cockpit, deutlich schwerer, Kurve 1. Auch die Kurve finde ich ein bisschen schwerer. Weil man sieht nicht, wann die Kurve auf einmal aufmacht. Oder ob die überhaupt aufmacht. Mit der Kurve gewinne ich auch und hier verliere ich dann wieder Reifen. Hier gehe ich ganz kurz in den zweiten. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Okay. Hier gewinne ich aber noch mal Reifen. Am Mitte ungefähr, ja. Nicht viel, aber ich gewinne etwas. 6 Zehntel voraus. Können wir noch mal Reifen schon zum Schluss. 1,41, die senken, also die gehen davon aus, dass man mit den Reifen langsamer wird. Okay. Hier ist eher gedacht, das ist der umgekehrte Fall. Man wird eher mit dem Soft vielleicht ein bisschen schneller noch auf Dauer. Okay, jetzt muss ich was in der letzten Kurve wieder sparen. Genau, perfekt. Aber nur noch knappe 2 Zehntel. Okay. Da war ich da schon fast im Slow-Gang unterwegs. Bei dem Mercedes kann ich jetzt gar nicht vor meiner Linse gebrauchen. A, weil der in seiner Outlap befindet und B, mir im Weg steht. Und auch meint, nicht Platz zu machen. Jetzt erst. Da habe ich dann schon 13. Rückstand. Und lieber eine gute Zeit. Das gibt wenigstens dann noch die. Das gibt dann wenigstens noch 5 Punkte. Ja, natürlich muss ich durch den Reifenhärter rannehmen. Das wird maximal grün, weil ein gewisser Herr Hamilton oder ein Herr Rosberg schön im Weg standen. Also zeitlich sollte es reichen, ja. Und die 13 sind wieder rausgefahren. Der Mercedes ist weit, weit weg. Dass ich auf der Geraden so wenig raus soll. Das gibt mir zu bedenken. Hier hole ich dafür ganz viel raus beim Rausbeschleunigen. Was ich dann auch nicht so ganz verstehe. Mehr oder weniger, ja genau. Das ist so ungewöhnlich, so wenig hier einzulenken für die Kurve. Jetzt bin ich im Rückstand sogar schon, okay. 2 Zehntel. Also der Test ist nicht ganz so einfach. Wir müssen unbedingt auf den Abtrieb gehen. Bei der Entwicklung. Okay, durch die Kurve gewinne ich Zeit. Ich verliere am Ausgang immer Zeit. Diesmal nicht ganz so viel, aber ich verliere da ein bisschen was. Knapp momentan der Reifenverschleiß. Also, boah. Purple ist doch schwerer als ich dachte. Und damit habe ich nicht gerechnet. Dann muss ich hier schon wieder Zeit liegen Reifen hier liegen lassen. Okay, reicht. Ja, das war doch mal sauber, erst reingefahren, den Wagen eigentlich mehr rollen lassen, als um die Kurve bewegt.
Knappe 2 Zehntel Vorsprung. Vorsicht, Heck will rumkommen. Da verliere ich Zeit. In der langsamen. Normalerweise fährt man die Kurve auch hier ganz weit innen an. Oh, knapp, knapp, knapp. Also bei beiden ist es knapp. 13 ist es nicht die Welt. Ein dicker, fetter Brummer drin und das war's. Vier Zehntel. Ich muss wieder ein bisschen was opfern in der letzten Kurve. Aber nicht allzu viel. Gerade so wieder. Nicht gut. Gefällt mir persönlich nicht so. Also es ist voll Gefühlfahren hier. Wann kommt der Knick? Könnt ihr auch mal probieren. Könnt ihr auch mal machen. Wann kommt gefühlt der Knick? Ja, hier hole ich auch Reifen raus. Da habe ich mir so ein bisschen eine andere Linie auch angewohnt. Jetzt auch besser durchfahren. Da habe ich so ein bisschen das. Da habe ich Angst aufs Gas zu steigen. Ja, weil da habe ich das Gefühl, da kommt mir das Heck sonst entgegen. Qualifying Tempo wird dann noch schwerer werden. Sieben Zehntel jetzt voraus. Okay. Also wenn ich die Runde beende, dann habe ich schon mal das Grüne erreicht. Also 30 Punkte. 30 Ressourcenpunkte. Jawohl, Violett, das will ich haben. Perfekt. Okay, mit dem Tempo sind wir zufrieden. Und den Reifen ist es in dieser Runde auch sehr gut ergangen. So, dann muss ich jetzt ja zweimal noch, dann hätte ich es schon. Also ein Bockmist kann ich mir nicht noch erlauben. In einer Runde. Sieben Runden Benzin reicht dicke noch. Wunderbar. Knapper Vorsprung, Reifen in Ordnung. Ich habe momentan keine Gesprächsthemen hier. Die Fahrzeuge sind bei euch schon lange gezeigt worden. Der Saisonauftakt rückt in weiter Ferne. Kommt bald immer näher. Weiter Ferne auf keinen Fall. Immer näher. Knapp noch. Brauche ich wahrscheinlich 3 Wochen. 3 oder 4 Wochen noch. Dann geht's schon wieder los. In Australien. Heißt wieder früh morgens aufstehen. Ganz früh morgens aufstehen. Oh, bloß nicht abkürzen. Ungültige Rundzeit kann ich mir gar nicht erlauben. So, fehlen noch 10 Punkte, dann haben wir es. 2 Runden muss ich noch fahren. Na gut, grün reicht ja jetzt auch schon. So ist jetzt nicht. Ich will auch mal gut Reifen geschmissen, gerade zu Beginn der nächsten Runde. Obwohl wir jetzt schon locker 8 Runden gefahren sind.
Okay, jetzt habe ich jetzt da oben auch schon Plus. Ja, okay, jetzt wird's problematisch. Wir haben einen erhöhten Reifenverschleiß schon. Und meine Rundenzeit passt nicht so ganz. Gar nicht gut. Also hier nicht, dass man in China so viel Konzentration braucht, um den Test hier einigermaßen souverän abzuschließen. Zeit, letzte Runde. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 39,7. Update Session. Ein schneller Überblick über die Positionen. Hier sind die Top 5. Rosberg, Verstappen, Grosjean. Wir sind auf P4. Grosjean vor mir. Da muss ich aufpassen, ey. Ob ich jetzt hier mal auf Supersoft unterwegs war. Das ist ein Haas-Pilot. Okay, haben wir erreicht. Die 50 Punkte. Gut, Training können wir aber trotzdem vernachlässigen, die Rundenzeiten. Das ist ja weltweit bekannt, dass die KI da ja aber die stärkste Kraft ist. Es gibt sogar ein... Es gibt sogar eine Errungenschaft bei Steam, dass man mal überall auf 1 geht. Also Training 1, Training 2, Training 3, Qualifying und Rennen. 5 Errungenschaften fehlen mir noch, aber die sammle ich gar nicht. Knapp 400 Stunden habe ich schon bald bei dem Spiel hier angehäuft. Das ist viel. Also eigentlich habe ich ein bisschen zu hohen Reifenverschleiß. Wo kommt der Ferrari her? Oh ja. Oh ja. Bin jetzt so 10 Runden gefahren. Also 20 Runden ist das Maximum mit den Soft-Reifen. Gut, Super Soft, Soft und Soft könnte dann möglich sein. Wird aber schwierig. Gut, im Rennen sieht die Reifenabnutzung, glaube ich, immer noch ein bisschen anders aus. Ja, ihr gibt mir auch über 4 Runden zu viel mit. Das Trainingsprogramm ist vorbei. Mehr brauchen wir nicht fürs Erste. Wollen möglichst schnell in die Garage. Ja, okay. Weil das mache ich jetzt nicht nochmal, auch wenn es da oben nochmal steht. Also wir hätten jetzt 100 Ressourcenpunkte. Teamziele haben wir auch schon ein paar gemacht. Gut, eine Autoeinstellung, die 5 Punkte, die schenke ich mir ja grundsätzlich immer. Sind jetzt nicht der Rede wert. Aber das ist knapp. 10 oder 11. Ja, 20 Runden auf jeden Fall. Auch wenn ich den Reifen hier halt herannehme. Dann geht das auch. Aber das war es dann auch schon fast. Okay, wenn ich die Kurve so fahre, muss ich hier auch stärker einlenken. Auch nicht gerade vom Vorteil. Das mit dem DS finde ich auch mal so ein bisschen problematisch in der Profikarriere, weil du musst, entweder guckst du in den Spiegel oder du guckst wirklich auf das Lenkrad, ob dir das wirklich offen ist. Weil es sind ja die zwei grünen Lampen an der LED-Anzeige da oben. Platz 7 momentan. Das Limit habe ich auch gefunden. Gestartet. Mittlere Reifenabnutzung. Punkte 10. Optimal und dann ist es schon wieder weg. Also ich glaube, wenn du die letzte Box hast, dann siehst du da deutlich mehr, ey. Die letzte Box hat, glaube ich, sauber, ne? Oder Manu? Müsste sauber sein, ne? Ich glaube, ja. So.
Gerade eben wurde der Red Bull vorgestellt mit Nasenloch. Okay, interessant. Jeder hatte andere Ideen. Mal schauen, welches Auto am schnellsten dann ist. Also ich tippe auf den Mercedes, weil der sieht irgendwie schnell aus schon. Vom Gefühl her. Was, die fahren 38 nur mit Beat und willst du mich verarschen? Grosjean fährt schneller als ich. Jo, genau. Okay. Nur das ist eher eh nur Training. Ja. Danach nur das Qualifying. Ach, okay, zwei schnelle Sektoren. Okay. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Raikkonen, Hamilton und Sebastian Vettel. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Gut, die Zeitabstände sind aber gering. Also die fahren auf Medium die Zeit. Also gut, der fährt eine Sekunde mit dem Medium schneller. Ich muss mich hier warm anziehen, ey. Aber gut, die steigern sich ja fast nicht mehr. Wir nehmen erstmal die Ressourcenpunkte mit. Das ist mir viel, viel wichtiger. Als alles andere als diese Zeiten. Im Qualifying sieht das eh wieder komplett anders aus. 150, da könnten wir, glaube ich, schon was antreiben hier, oder? Ja, wir können den Abtrieb schon antreiben, dann wird das auch gleich gemacht. Und auf ins Training 2. Wo wir das Qualifying-Tempo fahren. Alles bereit. Und dann war es das auch schon wieder. Mal schauen, was die von mir verlangen für eine Zeit. Ich finde es immer so interessant, im Reifenmanagement so 7, 6, also 5 Zehntel und dann fahren sie dir im Training mit Medium, oder vielleicht tippen mit Medium dir davon. Ja, das ist dann immer eine Kombi, die nicht so wirklich passt. Er übergibt da extrem scheiße. Also er übergibt da nicht ab der Linie, sondern ein bisschen später. Mal schauen, ob er das im Rennen zum Verhängnis wird. Auf jeden Fall auf Fett, das ist richtig. Reifenverschleiß, oha. Wir haben eigentlich nur eine Runde. Ja, wir haben nur eine Runde quasi. Und die muss sitzen. Also eine zweite oder eine dritte brauche ich hier gar nicht anfangen, darüber nachzudenken. Klar, die Supersoft lässt sich jetzt schon mal deutlich angenehmer fahren. Als der Soft oder der Medium. Den Medium möchte ich eigentlich wieder verzichten im Rennen. Wenn es geht. Abtrieb werden wir auf jeden Fall brauchen. Spätestens in Spanien brauche ich ein besseres Auto. Dazwischen ist noch Russland. Russland ist auch nicht gerade einfach. Und dann kommt es schon Spanien. Also die nächsten Strecken, bis auf hier China, werden problematisch werden. So, knappe 3%. Okay. Eigentlich müsste ich im Qualifying-Tempo da gleich die Zeit gut machen. Komm ruhig rein, um die Einstellungen zu ändern. Dafür ist das Training ja da. Wir wollen schnell sein, aber auch sicher und konstant fahren. Lass uns da ein Gleichgewicht finden. 1,378. Verlangt der von mir. Ah, ein Tick zu früh. Und wir fahren mit Schränken natürlich hier. Ja, das ist es halt. Dieses Gefühlvolle da haben. Gut, ich versuche den Reifen jetzt ein bisschen zu schonen. Um dann vielleicht die zweite Runde nochmal anzugreifen. Da muss man natürlich aufpassen, auch im normalen Qualifying. Das darf nicht passieren. Ich habe versucht, diesmal was anderem zu orientieren. Das ging schief. Also ich muss da wirklich nach Gefühl fahren. Weil Plus habe ich da auf jeden Fall rausgeholt. Gut, ich hätte im Notfall noch einen frischen Satz Supersoft. Deswegen ich das ja mittlerweile so mache. Und die 37,8 sollte machbar sein. Sollte machbar sein.
Vor allem eigentlich auf Mager, das macht ja keinen Sinn. In dem Augenblick. So. Versuch nochmal eine zweite. Fall in Kurve 1. Okay, das war besser. Oh, das ist ja auch nicht besser durchfahren. Ja, es ist schon fast, dass ich Vorsprung brauche im ersten Sektor. Okay, aber immerhin das Teamziel haben wir erschafft. Okay, hier gewinne ich wieder Zeit. Schlecht durchfahren. Schlusssektor war meiner. Ich verliere Zeit hier. Jetzt gewinne ich Zeit, okay. Ganz deutlich. Ah, am Limit war das nicht gebremst. Hier beim Rausch schon irgendwie gewinne ich wieder Zeit. Letzte Kurve. Sauber durchfahren. Gut gemacht, diese Grün. Runde bietet unsere primäre Zielzeit. Das reicht gerade mal so für Platz 9. 36,9 verlangst du von mir. Für Violett. Das ist schon Platz 5. Aber nicht mit dem wenig Grip-Niveau hier. Ja. Wie gesagt, ja, wir sind bei 16%. Das spüre ich da schon, dass ich da nicht mehr so Gas geben kann wie üblicherweise. Also, ja, man muss sich ein bisschen zufrieden geben. Mit dem Qualifying-Tempo hier. Wir fahren ja sowieso im Regen. Da sieht die Sache eh wieder ganz anders aus. Da fährt ja ihr 52er-Zeiten. Von daher nehmen wir die. Ich nehme die 25 Punkte mit. Oder 30, was auch immer das ist. Und sage, gut. Das reicht mir. Ich bereite mich jetzt eh mehr aufs Rennen vor. Weiß ich auf das Qualifying. Platz 9 wird das momentan reichen. Also es wird reichen. Für die Top 10 und das reicht mir. Nur realistischer ist, wenn wir das hier im Nassen fahren würden. Heck bleibt da. Am Limit. Platz 9, 1,37,7. Mal schauen, was diese Zeit nach Training 2 wert ist. Und dann schreiben wir uns die. Ja, wo brauche ich gar nicht aufschreiben? Ha, da brauche ich mir gar nicht die Zeit aufschreiben von Bottas. Es regnet ja sowieso. Aber Regen kommt dem Williams eigentlich gar nicht entgegen. Aber ich erinnere mich noch an meine Haas-Saison hier von 22 auf die 1. Also die war im Renntrim hier richtig schlecht. Auch wenn man damals das Safety Car in die Karten gespielt hat, ist das. Die KI ist hier einfach schlecht im Rennen. Punkt aus, fertig. Da gibt es keine Diskussion. 150, 25 Ressourcenpunkte. Ist das wirklich so, dass ich 5. Oh ne, mir fehlt hier die Autoeinstellung noch. Okay, habe ich nichts gesagt. Geschäftspotenz 1,36,7. Da verlangst du von mir eine 36,9. Ja, dann finde mal den Fehler. 19. von dem Esteban, okay. Fette mit zwei absoluten Bestzeiten. Und das auf Soft. Okay, ich beende mal die Session.
Ein interessantes Training schauen wir uns einmal die Top 3 an. Rosberg, Hamilton und Max Verstappen. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Also eine 36 schaffe ich auch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Im Trockenen. Aber da brauche ich mehr Grip. Erfolg. 30 Punkte. Und damit haben wir schon wieder die 100 Punkte voll. Man kommt gar nicht drum herum, das Training nicht zu machen. Sonst kommst du ja gar nicht vorwärts. Gut, der Abtrieb bringt uns schon mal einiges nach vorne. Gut, den Luftwiderstand brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das war's. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 der 37-0 fällt er nur. Hamilton, Räikkönen und Sebastian Vettel. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Also 37-0 fällt er auch nur. Ja, das beruhigt mich dann. Das sind 11 Punkte, ne? Die man hier mitnehmen muss. So, Qualifying-Ziel. Hi, ich wollte dir nur sagen, dass wir die Erwartungen des Teams für das kommende Qualifying erhalten haben. Siebter oder besser. Oh, das ist gut. Das ist hochgeschreckt. Und Bottas schlagen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist, Let's Play Formel 1 2016 bei der Profikarriere. Juhu!